Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go bzw. Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go bzw. es ist wieder Zeit für 7 Tage, 7 Stops, diesmal aber mit der Auflösung. Normalerweise ist das Format ja immer so, ich gehe live vor Ort, reiche 7 Stops ein, dann warten wir sozusagen 7 Tage. Also eine Woche ungefähr, dann sind die meistens auch durch, abgelehnt worden, angenommen worden oder wie auch immer. Diesmal war es sogar so, nach 3 Tagen gab es die ersten Reaktionen. Manche waren schon durch die Abstimmung durch. Nach 5 Tagen waren, glaube ich, sogar alle fertig. Alle 7. Und jetzt war das Problem, ich war mit Xtreme da ja unterwegs. Wir haben ein Video gemacht, 7 Tage, 7 Stops in Bürten. Haben gedacht, vielleicht schaffen wir es, 7 zusammenzufinden, aber im Endeffekt haben wir 21 Stops eingereicht an diesem Tag. Deswegen wollte ich das dann aufteilen in 3 Folgen. Jetzt müssen wir aber erstmal von der ersten Folge die ersten 7 Stops nehmen und aufschlüsseln, auflösen. Was wurde akzeptiert? Was wurde abgelehnt? Was ist ein Stop geworden? Was ist eine Arena geworden? Und da das mit dem Empfang dort eben so schlecht war, spare ich mir das eben nochmal dahin zurückzukehren und habe euch jetzt einfach nur mal Screenshots mitgebracht von vor Ort und zeige euch aber jetzt direkt im Wayfarer-Programm, was passiert ist. Wenn ihr die Folge gesehen habt, habt ihr ja vielleicht mitgeraten, das geht durch, das geht nicht durch, das geht durch. Ansonsten, wie immer für euch Tipps, was könnt ihr einreichen, wie könnt ihr die Beschreibung machen, das Umgebungsfoto. Das erste, was wir eingereicht haben, ist nämlich die Friedhofskapelle Bürden, wie ihr seht, die ist akzeptiert. Das war das Foto vom Stop, was ich gemacht habe. Trauerkapelle auf dem Friedhof in Bürden. Den Standort natürlich da gesetzt bei Bürden in dieser kleinen Grünfläche, weil das ist oben, das ist extra der Friedhof. Dann habt ihr das Umgebungsbild. Ist ein bisschen Umgebung mit drauf, dass man sieht, dass das auf einer Grünfläche ist, dass da hinten dann ein Zaun ist, da sind noch Grabmale, da kommen dann irgendwann Wohnhäuser, aber dass das extra eine ruhige Stätte ist. Ruhestätte und Gedenken an die Verstorbenen. So, einfach wie immer natürlich das Stop-Bild schön, wuchtig, groß, präsent setzen, eine kleine Beschreibung dazu und das Umgebungsbild dann hinterher. Achtet wirklich darauf, dass die Fotos gut aussehen, dass die gut belichtet sind, dass da kein Finger mit auf der Kamera ist, dass ihr keine Person mit drauf habt. Ging also durch und ich möchte euch jetzt hier einen Screen zeigen, wie das im Spiel aussieht. Das ist nämlich eine Arena geworden. Warum es eine Arena ist, da war der Xtreme nämlich besonders schlau. Also am Eingang von dieser Trauerkapelle waren verschiedene Tafeln mit verschiedenen Schriften und er hat gesagt, wir können doch so eine Gedenktafel nochmal extra fotografieren und extra einreichen. Haben wir dann auch gemacht, deshalb hier der zweite Spot, Gedenktafel WK2, also Weltkrieg 2. Ihr seht wieder das Foto, nah gemacht, das ist am Haupteingang von der Trauerkapelle. Zu Gedenken der Gefallenen des Zweiten Weltkrieges. Ihr seht den Standort, der ist auch bei dieser Grünfläche. Jetzt haben wir bei der Grünfläche einen oben links an die Ecke, einen oben rechts an die Ecke. Das müsste der oben rechts sein und der andere unten links. Die sind dann theoretisch in der gleichen S2-Zelle, aber in unterschiedlichen S17-Zellen. Ich will nichts Falsches sagen, auf jeden Fall 2 Stops in einer großen S2-Zelle und dann wird einer davon eine Arena, wer das nicht wusste. Hat also geklappt, aus einem Teil 2 Stops zu machen. Ihr seht das Umgebungsbild dann auch noch, also wie gesagt hier ganz groß die Tafel und das Umgebungsbild eben schräg fotografiert, dass man hier die Tafel nochmal sieht in der Mitte und dann sind links und rechts eben auch noch Tafeln gewesen. Wichtige historische Gedenkstätte. Das Gute ist, es gab ja vorher da noch gar nichts. Und wenn ihr die jetzt zeitgleich eingereicht habt, dann hat natürlich auch keiner, der da bewertet, bei Stops, die in der Nähe sind, einen Vergleich und kann sagen, ist das nicht von dieser Trauerkapelle? Das ist ja ein Duplikat und lehnt das jetzt ab, sondern die sind dahin. Es gab da nichts, sie haben also keinen Vergleich gehabt. Sie haben das dann vielleicht durchgewunken. Ein anderer hatte im gleichen Moment die Trauerkapelle, hat die durchgewunken. Haben wir deswegen so reingenommen. Habe ich euch auch nochmal ein Bild hier eingeblendet, glaube ich. Die Gedenktafel WK2 ist also ein Stop geworden.
Die Trauerkapelle war auch ein Stop, aber ist dadurch, dass beides jetzt Stops geworden sind, natürlich eine Arena geworden. Dann geht es weiter. Wir haben den Spielplatz Bürten. Ich sag's immer: Spielplätze, Fußballplätze, sowas geht auch immer. Jetzt habe ich einmal ein schönes Foto gemacht, direkt von dieser roten Rutsche, von diesem Klettergerüst, sagen wir mal, was davor ist, für die Kleinen zum Austoben und Spaß haben. Ist oberhalb des Friedhofs, wenn man hier guckt, da geht die Straße hinter, da ist der Spielplatz. Links daneben war genau der Sportplatz. Wenn ihr das Video gesehen habt, wisst ihr das. Dann nochmal ein Foto von weiter weg, dass man den Spielplatz eben sieht, aber die Umgebung und das im Hintergrund. Manche, die machen ein Bild von dem Spielplatz, drehen sich komplett 180 Grad und machen ein Bild von einer grünen Wiese, wo nichts zu sehen ist. Es ist schon ratsam, dass der Stop, den ihr einreicht, auf dem Umgebungsbild auch zu sehen ist, aber eben noch Umgebung drumherum. Also, sonst könnte man ja das Bild auch faken oder irgendwas für die Kleinen zum Austoben und Spaß haben. Genau. Ging auf jeden Fall auch durch. War eigentlich eine sichere Sache. Und jetzt kommt die große Überraschung. Das habe ich noch nie erlebt. Wir haben daneben direkt den Bolzplatz eingereicht. Und der Bolzplatz, Bürten, wurde abgelehnt. Wieso das denn? Ich verstehe es nicht. Extrem gleich. Och, den reich mal einfach nochmal ein. Ne? Ist guter Dinge, dass der beim zweiten Mal dann auf jeden Fall durchgeht. Denn wir haben auf jeden Fall ein Bild für den Stop. Direkt von einem Tor. Für Groß und Klein zum Sport und Spaß haben. Das Lustige ist, da gab es wirklich einfach nur genau ein Tor. Normal auf dem Fußballplatz gibt es ja zwei Tore. Das von eurer Mannschaft und von der Gegenmannschaft, hier gab es wirklich nur genau ein Tor. Trotzdem kann man da ja Fußball spielen. Und dann habe ich also dieses Tor, was in der Nähe von dem Spielplatz ist. Und ihr seht das Umgebungsbild. Da ist das Tor noch zu sehen, aber ihr seht, das ist eine große Fläche, eine große grüne Wiese, die gepflegt ist, die gemäht ist, die nicht verwuchert ist. Einfach, weil man da Fußball spielen kann. Ich verstehe nicht, wieso das nicht durchging. Das lag eindeutig an den Bewertern. Normalerweise geht sowas auch 100% durch. Jeder reicht einen Bolzplatz ein, jeder reicht einen Fußballplatz ein. Ist also nicht erschienen. Es ist nur der Spielplatz als Stop erschienen. Aber ich denke mal, wenn die Xtreme das jetzt nochmal einreicht, ne, dass der durchgeht beim zweiten Mal. Auf jeden Fall, der wird noch kommen. Dann geht es weiter mit dem historischen Backhaus Bürden. Das ist auch eine coole Sache, denn erstmal, das steht mitten an der Straße. Das ist eigentlich brandgefährlich. Aber ich habe erstmal ein Foto gemacht von dem Backhaus von vorne. Hat eine kleine Tür, wie ihr es seht. Von näher sieht man, da steht auch direkt Backhaus dran. Rechts an dieser Tafel. Immer wieder ein Genuss beim alljährlichen Backhausfest. Habt ihr also hier das Foto? Ihr habt den Standpunkt, nämlich mitten in Bürten, und ihr habt das Umgebungsfoto, dass man sieht, das ist hier an der Straße. Daneben kommt eine Hecke, davor kommt ein Zaun, alles Mögliche. Es ist trotzdem eigentlich ein sicherer Zugang, wenn ihr auf dem Bordstein langlauft und davor noch einen Platz habt. Da können auch mal bis zu 10 Leute stehen. Und wenn die beim Backhausfest herumstehen und Zwiebelkuchen fressen, stehen die ja auch da. Und das stört nicht. Haben wir auf jeden Fall auch eingereicht und ist auch eine Arena geworden. Richtig genial. Also bei 7 Stops, die man einreicht, schon direkt 2 Arenen dabei. Das ist richtig genial. Vorher gab es wirklich in Bürten nichts, gar nichts. Jetzt gibt es schon 2 Arenen. Haben wir gemacht, habe ich hier auch mal eingeblendet, glaube ich. Ich muss mal gucken, wie ich das mache, dass ich eben die Screenshots einblende. So, dann haben wir, was ich auch richtig episch fand, die St. Katharina Kirche. Die sah so heftig aus. Sowas will man eigentlich als Arena haben. Ich hätte lieber die, obwohl, na, beim Friedhof Raids machen, das ist wieder Ruhestörung so. Lieber beim Backhaus an der Straße, da werden die Unachtsamen gleich weggefahren. St. Katharina Kirche, Bürten auf jeden Fall, erscheinen zum Gottesdienst erwünscht. Der Ramses mit seinen Beschreibungen immer. Das finde ich auch. Das ist so ein tolles Bild.
Einfach für den Pokestop, für eine Arena wäre das so ein geniales Bild. Ihr seht ja auch am 19.06. eingereicht. Es hat jetzt ein bisschen gedauert, bis ich die Folge zur Auflösung gemacht habe. Ihr habt den Standort hier auch in Bötten ein Stück weiter runter vom Mittelpunkt, weil die da unten ist. Ihr habt das Umgebungsbild. Davor sind noch so Häuser mit Parkplätzen, so Gemeindesachen und alles. Da ist auf jeden Fall Platz, da sind Bänke, da kann man chillen. Und ihr habt also das große Bild, ihr habt das Umgebungsbild, es sieht alles wunderprächtig aus. Ist leider keine Arena, wie gesagt. Das Backhaus ist eine Arena geworden. Das wäre trotzdem cool gewesen als Arena. Und dann sind wir ja den Berg da runtergelaufen. Den Stop habe ich auch nochmal eingeblendet, glaube ich. Dann sind wir ja da runtergelaufen. Und ich habe gesagt, aus Spaß, komm, wir sind einmal hier. Wer weiß, ob wir noch so viel zusammenkriegen. Und du hast auch noch Accounts dabei, wo du einreichen kannst. Wir reichen einfach mal diesen komischen Brunnen ein. Und ich habe zu ihm schon gesagt, ach, man sieht es ja eigentlich schon. Ich habe zu ihm gesagt, bei dem Brunnen, denke ich mir, der wird nicht durchgehen. Und er auch, ja, der Brunnen, das geht wahrscheinlich sowieso nicht. Und ich, komm, wir trauen uns mal was. Wir reichen den Brunnen einfach ein. Der sieht einfach richtig schwachsinnig aus. Aber, alter Kirchbrunnenbürden, der ging durch, der wurde angenommen. Ich hätte auf jeden Fall gedacht, dass 6 von 7 Stück durchgehen, nämlich der Bolzplatz auch dazu, aber dass der Brunnen nicht angenommen wird. Aber wenn immer alles durchgeht, ist es ja langweilig. Wir müssen auch mal zeigen, dass was nicht funktioniert. Der Bolzplatz hat nicht funktioniert, obwohl man das dachte. Der Brunnen hat nicht funktioniert. Der Brunnen hat funktioniert, obwohl man das nicht dachte. Und da hat er auch gesagt, das Foto, was ich gemacht habe, sieht aber trotzdem eigentlich ganz cool aus. Also, alter Kirchbrunnen, Bürden. Einziger noch intakter Brunnen in Bürden. Da führt auch eine Treppe runter. Das ist mit Steinen so da angerichtet. Da ist ein bisschen Unkraut dabei. Da ist aber ein Rohr. Da läuft wirklich Wasser raus. Das plätschert auch, wenn ihr da vorbeilauft. Den Standort unterhalb der Kirche ist das Teil natürlich. Ihr seht das Umgebungsfoto. Einziger noch intakter Brunnen in Bürden. Ich nehme das halt immer und ich mache die Beschreibung und die tue ich auch an die Bewerter weiterleiten. Was will ich da nochmal schreiben? Und das hätte ich auf jeden Fall nicht gedacht. Xtreme hätte das auch nicht gedacht, aber es hat geklappt. Der Brunnen ist durchgegangen. Und wenn jetzt der Bolzplatz nach dem nochmaligen Einreichen auch durchgeht, sind das wieder mal 7 von 7 Stops, die akzeptiert worden sind, die angenommen sind. Das mit dem Bolzplatz werde ich in den nächsten Folgen, wenn der dann da ist, halt nochmal erwähnen. Wie viel habt ihr richtig gehabt? Achtet ihr auch immer auf sowas, macht ihr auch immer so schöne Umgebungsbilder. Wie gesagt, seht, dass der Stop wirklich auf dem Umgebungsbild noch ersichtlich ist, aber eben das Drumherum. Sondern es bringt euch nichts, wenn ihr nur irgendeine Umgebung zeigt, aber der Stop nicht da ist. Dann weiß man nicht, ist der Stop denn wirklich in dieser Umgebung? Achtet wieder auf die Beschreibungen, setzt die Standorte geschickt, nutzt die Zellen aus, guckt, ob ihr das nun hier hinschiebt oder einen Meter daneben. Es kann schon viel ändern, dann können Arenen entstehen. Also 6 Stops sind da, beziehungsweise 2 Arenen sind da. Das ist auf jeden Fall sehr cool. War ein cooler Tag auch mit dem Xtreme, als wir da eingereicht haben. Und es wird dann noch 2 Folgen geben. Die nächsten 7 Stops werden noch gezeigt, dann kommt die Auflösung dazu und dann werden die letzten 7 Stops gezeigt aus Bürden und auch 3 aus Hibu und die Auflösung dazu, also seid gespannt, es wird auf jeden Fall noch einiges kommen von 7 Tage, 7 Stops und nach Ebenharz, nein nicht Ebenharz, nach St. Bernhard wollten wir auch noch fahren, da auch mal was einreichen. Ich weiß, viele feiern das Format und so. Man muss halt immer genau gucken, wo man was macht und wo noch was offen ist oder wo wenig ist und sich erstmal irgendwelche Orte, abgelegenen Dörfer, Käfer, irgendwas suchen. Auf jeden Fall, hattet ihr alle richtig? Was habt ihr zuletzt so eingereicht? Schreibt es mal in die Kommentare. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut, euer Ramses.